Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt wieder aus Good Old Germany. Ich bin wieder zu Hause. Hab hier leider das Problem, dass ich gerne viele Videos machen würde. Aber immer wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ist alles schon so dunkel, wie es jetzt ist. Und mein Kollege, der Karl-Peter, ist heute da und wir probieren jetzt einfach mal das Studio-Wohnzimmer wintertauglich zu machen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Los geht's! Also dann probieren wir jetzt mal Variante 1, und zwar wir verändern hier nichts, aber schalten einmal das Licht an. Das ist jetzt wahrscheinlich vom Weißabgleich her nicht so mega geil. Das wäre mal das Erste, was wir hier jetzt probieren. So, das ist jetzt nur das Deckenlicht. Das sieht halt schon in den Augen so. Sieht man gut. Hier, also das ist das Schatten. Ja, ja. Weil das ist ja was, was man dann nennt. Das braucht man was anderes. Ja. Also was ich da habe, einmal das Aperture AL M9. Habe ich mal ein Video drüber gemacht. Und das ist ziemlich hell, tatsächlich. Also wenn du das so siehst, dann siehst du gar nichts mehr. Wenn ich das jetzt einfach so aufstelle, dann ist das halt nur ein Spotlight. Ja, also wenn das jetzt so auf mich strahlt, dann ist es vielleicht schon ein wenig besser. Probieren wir mal. Aber es ist nicht so angenehm, da jetzt irgendwie was zu machen, weil du halt die ganze Zeit geblendet bist, weil es so stark ist. Wir könnten es auch dimmen, ne? Wir könnten es auch dimmen. Ja, jetzt bin ich im Bild. Das war so nach aus. Krass. Macht so einen Unterschied. Aber hallo. Richtig. Also insgesamt nicht so super geil. Es gibt bei dem Teil jetzt aber noch solche Gels, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Dadurch dürfte es jetzt etwas weicher sein, das Licht. Also es blendet mich tatsächlich nicht mehr so stark. Ich weiß nicht, wie es vom Ding her sonst ist. War eigentlich nicht so schlecht. Aber ich glaube, es ist schon noch, also wenn du jetzt den Rest hast, ich weiß nicht, wie sieht das aus? Ist zu hell. Ist zu hell, ne? Ja. Machen wir das wieder aus. So, wenn wir das Licht jetzt irgendwo festmachen wollen, dann gibt es da erstmal diesen Blitzschuhadapter. Und der hat unten auch noch ein Gewinde dran. Das heißt, man kann den einfach so auf ein Stativ mit draufschrauben. Den setzt man dann hier ein. Und dann können wir das Licht schon mal auf ein Stativ draufsetzen. Hier noch dieses Manfrotto-Stativ gezogen. Das ist ganz cool für alles, was nicht so schwer ist. Also man hört es ja schon. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich meine EOS R wahnsinnig gerne draufstelle, auch wenn ich es ab und zu mache. Aber ich glaube einfach für mich ist das ein bisschen angenehm. Die Platte wieder reinsetzen. So. Eigentlich ist es schon völlig ausreichend, ja? Wozu eine Softbox? Ja, das können wir uns ja gleich mal anschauen, ob das wirklich überhaupt einen Unterschied macht. Yes. Und was meinst du, sollen wir hinten mal noch ein Licht ausprobieren? Wo ich dann irgendwelche. Links wäre noch was super. Links wäre noch was super. Und wenn das einfach. Kannst du auch noch diese Sacklampe nehmen? Ja, ja, ja. Wenn das jetzt einfach hier dagegen strahlt. Viel besser. Ist besser? Ja. Yeah. Jetzt mache ich mal dazu nochmal das Deckenlicht an. Mhm. Ob das was schlechter oder besser macht. Gucken wir mal, ob das irgendwie einen Unterschied gemacht hat. Vielleicht haben wir nachher, hätten wir es doch angelassen. Dann gucken wir es doch an. Das ist jetzt halt übel richtig hell. Ja, das ist schon spannend. Dann probieren wir es noch mit der Softbox. Das setze ich dann jetzt einfach mal da drauf. Müssen wir es ja im Endeffekt nur. Also das Stativ ist tatsächlich praktischer dafür.
Wenn wir das so machen. Und dann müssen wir, glaube ich, näher ran. Ah, dann kann ich mal schauen, bis es ein Bild ist. Ja. Es ist noch nicht ein Bild. Okay, jetzt kommt es ins Bild. So ist perfekt. Warst du schon auf maximal? Ich glaube schon, ja. 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 Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt einen Unterschied haben. Also es müsste jetzt eigentlich schwächer sein. Ist glaube ich, ein bisschen schwächer. Aber ja. Vermutlich auch ein bisschen weicher. So, also wir sind jetzt in dem vorerst mal neuen Setup, wie das hier aussieht. Ich kann das leider nicht alles einfach so stehen lassen, weil es halt doch unser Wohnzimmer hauptsächlich ist. Ich hoffe, dass es einfach soweit gut aussieht, dass man sich's gut anschauen kann. In den letzten Wochen sind einige von euch neu dazugekommen. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, auf meinem Kanal geht es nicht nur um das eine oder um das andere. Ich mache viel Richtung Foto und Video. Ich mache ein bisschen was Richtung Smart Home und ab und zu dann auch einfach mal ein bisschen Urlaubsvideos zwischendurch. Und das Boosted Board gehört natürlich auch mit zu dem Kanal. Dadurch ist der Kanal überhaupt erst entstanden. Das heißt, wenn ihr irgendwie Präferenzen habt oder so, schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme. Und dann wird es mich natürlich auch interessieren, was ihr jetzt zu dem neuen Setup sagt, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht oder ob das alles für die Katze ist und ich einfach im Dunkeln weiter filmen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ich verlinke euch auch noch den Kanal vom Karl Peter, der hier gerade die ganzen B-Roll-Sequenzen ein bisschen mitnimmt und der mir jetzt geholfen hat, das alles so einzurichten, wie es jetzt eingerichtet ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao!